Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, bei meinem Projekt. Warum zockst du an einem wunderschönen Sonntag? Es kommen wieder zwei Leute dran. Ich hoffe, ihr habt wieder jede Menge Spaß. Wieder zwei interessante Kollegen. Wenn ihr sie besuchen wollt, unten ist der Link natürlich drin. Schaut bei denen vorbei. Lehnt euch zurück, teilt die Videos, macht einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns am Ende wieder. Bis gleich. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Und zwar geht es heute zu dem Community-Projekt von Easy Style. Ja, und zwar geht es bei ihm darum, wieso spielen wir, wieso zocken wir, wieso machen wir YouTube, alles. Diese beiden Fragen werde ich jetzt in ein, zwei Minuten beantworten und ihm das dann schicken und vielleicht komme ich hier sogar rein. Im Hintergrund solltet ihr jetzt gerade ein Minecraft-Gameplay auf dem GOM-HD-Server von Quick Survival Games sehen. Natürlich gewonnen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an. Gut, wieso spiele ich? Ja, also, es hat eigentlich angefangen mit meinem Nintendo DS Lite. Ganz alt. Ich war einfach schon von dem Zeitpunkt an so überzeugt von was man alles so bei diesen Spielen machen kann und welche Kreativität immer auch dahinter steckt, dass ich halt immer mehr ausprobiert habe, dann über Nintendo, dann zu Wii, zu allem Möglichen, zu jetzt inzwischen halt dann Computer und alles Mögliche, weil immer überzeugter von dem wirklich, was da hinter diesem Spiel steckt. Und man hat einfach auch in Minecraft so viele Möglichkeiten. Und weil ich das einfach so extrem geil finde, spiele ich einfach 25 Stunden am Tag. Naja, gut, wieso mache ich denn YouTube? YouTube mache ich eigentlich hoffentlich wie auch jeder andere eigentlich nur als Hobby zum Spaß. Einfach weil es Spaß macht und man natürlich dann auch gut kommentieren kann. Man sollte, da, wenn man gut kommentieren wirklich kann, dann ist das eigentlich auch ein richtig schönes Hobby, weil man redet ja eigentlich praktisch mit einem Bildschirm. Aber trotzdem muss man auch irgendwie das gewisse Etwas da drin finden und ich finde, sowas macht mir wirklich extrem Spaß, auch dann Leute wirklich gut zu unterhalten, die mir auch wirklich dann schreiben, ja, du machst voll geile Videos und du hättest voll die angenehme Stimme und so. Und inzwischen sind ja auch 157 Leute der Meinung, den finde ich cool. Bei mir auf jeden Fall ist das so. Und deswegen mache ich eigentlich YouTube und werde auch wahrscheinlich nie damit aufhören. Einfach bis es mir keinen Spaß mehr macht, aber das wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Ja, gut, das waren 2 Minuten, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, dann sehen wir uns vielleicht bei mir auf dem Kanal wieder und ciao. Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder was auch immer ihr Zuseher von Easy Style. Ich bin der Creelane und habe mich für dieses komische Projekt bei Easy bereitgestellt. Okay, das reicht jetzt mit der Einleitung. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie manche Menschen zocken. Naja, halt die Spielweise und so. Und da habe ich mir halt gedacht, warum man zockt, beziehungsweise warum ich zocke. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, dass ich nur zocke, weil ich es cool finde oder Bock drauf habe. Das wäre aber ein wenig kurz und auch irgendwie dämlich gesagt. Also kommen wir nach diesem super langen Anfang nun zu der Frage, warum zocke ich? Nun ja, Gaming ist eine Leidenschaft. Jede Leidenschaft muss sich zuerst entwickeln. In meinen jungen Jahren habe ich eine PlayStation von meinen Eltern bekommen mit dem Spiel Spyro the Dragon. Ich habe in der Zeit aber nur etwas von Lego gehalten, da Lego einfach geil ist. Doch dann habe ich mich mal zum Fernseher gesetzt und die Konsole gestartet. Zu der Zeit war es mir relativ egal, wie die Grafik war, aber sie war ein Genuss für meine Augen. Und sofort begann ich zu spielen. Als ich das tat, habe ich bemerkt, dass das Spielen einen Nervenkitzel aufbaut und irgendwie auch Freude bereitet. Später habe ich ebenso bemerkt, dass man durch das Vermöbeln von anderen Charakteren besser Aggressionen abbauen kann als in der Realität. So war das ja auch bei YouTube. Naja, also nicht das Vermöbeln, sondern eher der Spaß an der Sache und dieser Nervenkitzel, den du mit anderen teilst. Es macht dich einfach fröhlich, wenn du siehst, dass du alles richtig machst und anderen ein Lächeln auf den Mund zauberst. Als ich vor 2 Jahren mit dem Let's Playen begonnen habe, war ich eher misstrauisch. Nach den ersten lustigen Erfahrungen und netten Kommentaren entwickelte sich eine richtige Leidenschaft zu YouTube und zum Zocken.
Jo, meine Freunde, das waren wieder die zwei Kollegen von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht bei den zwei Kollegen vorbei. Unten ist der Link natürlich drin von den beiden. Schaut vorbei, auch YouTube-Stars und Gamescom-Besucher haben auf diese Frage geantwortet. Und ja, wenn ihr noch nicht dabei seid, wie gehabt, Bewerbungsvideo ist natürlich auch verlinkt hier in dem Ausschnitt und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr gestern noch nicht vorbeigeschaut habt, gestern gab es auch noch ein Part. Schaut den auch noch an, teilt die Videos, lasst einen Daumen da, schaut auch die ganzen anderen 7 bis 8 Parts, was ich noch habe, von Warum zockst du an? Würde mich sehr freuen, wenn ihr das natürlich macht und Feedback hinterlässt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Warum zockst du Video. Bis dahin bin ich raus. Ciao.